Hallo Welt, heute ist viel Bewegung am Segelstrand von La Franquie. Auch wir sind dabei und probieren heute eine andere Art der Fortbewegung mit Hilfe des Windmotors. In unserem Equipment befinden sich auch vier Landkais, sprich Vierliner-Traktionsdrachen, mit denen man sich rasant über den Strand ziehen lassen kann. Dafür braucht man allerdings noch einen fahrbaren Untersatz, auf dem man steht oder in dem man sitzt. Samira steht lieber und benutzt ihr All-Terrain-Board. Ich sitze lieber und funktioniere meinen Strandsegler später zum Kitebuggy um. Kiten ist schwieriger, anstrengender und gefährlicher als Strandsegeln. Und eigentlich sollte ich die Finger davon lassen. Doch meine 16-jährige Tochter Samira hat mir gezeigt, wie man einen Kite startet, steuert und landet. Das reizt mich. Das will ich auch können. Wir von der Kassel Family lassen uns gerne von den reizvollen Aktivitäten anderer Menschen inspirieren und animieren. Der Anblick des spritzigen Reitertrupps hier am Strand von La Franquie führt doch prompt dazu, dass Astrid und Samira tags drauf an einem geführten Ausritt teilnehmen. Die Sache mit dem Kiten auch probieren. Mit meinem Strandsegler Beachkreiser bin ich an einen weniger frequentierten Strandbereich gefahren und habe im Heckgepäck zwei Crossfire Kites von 3 und 4 Quadratmeter, ein Sitztrapez und zwei 17er Schraubenschlüssel. Ich baue das Segel ab und habe ein Kitebuggy. Los geht's!
Jahre noch das Kitebuggy fahren, wage und gebacken kriege. Das hatte ich nicht im Programm. Aber saugeil. Anmerkung am Rande. Ein Kitebuggy besitzt keine Bremsen und erreicht verdammt hohe Geschwindigkeiten. Thank you.
Abend dieses coolen Strandtags am Kap Leukat sind Samira und ich ziemlich kaputt. Wir spüren alle Muskeln und schleichen uns nur noch mühsam vorwärts. Kiten ist also keineswegs so mühelos und schwerelos, wie es dem ahnungslosen Zuschauer erscheinen mag. Zur körperlichen und mentalen Erholung steigen wir erst wieder mal auf unsere Strandsegler um. Wobei es heute auch hier zur Abwechslung mal wieder über Stock und Stein geht. Auf dem weiten Strand von La Franquie gibt es eine Überführung über eine Abwasserleitung, die uns zur Berg- und Talfahrt reizt. Dieses abwechslungsreichen Tages buchen Astrid und Samira einen 2-Stunden-Ausritt auf einem rustikalen Reiterhof am Strand von Lac Franquet. Dann fahren wir in das idyllische Örtchen, schauen den Aufbauarbeiten für die kommende Weltcup-Veranstaltung der Kiter und Windsurfer zu und gönnen uns zum Schluss ein fettes Eis.